Hier, verbreite keine Gerüchte. Trinken, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Ja, wir trinken jetzt hier ein. Und, das ist... Habt ihr hier was zu Pfeffer, essen? Pfeffer, Essig, Chili. Prost, Bruder. Ich hab Angst. Erzähl ich das jetzt? Wenn nicht, hätte ich ein Getränk für dich. Das ist hier eigentlich, hier ist das meine Disziplin hier, ne? Tischtennis. Wart ihr schon mal angetrunken in einer Show? In einer Show? Bei unserer eigenen Show noch nie. Wirklich noch nie. Da spreche ich auch für Andreas. Noch nee, nie. Doch. What? Ja. Nein, ich war mal bei Queen. Natürlich ohne Freddy, leider, aber dafür mit Paul Rodgers und später, oh, wie heißt denn hier? Adam Lambert. Da habe ich mir zwei, drei Bierchen gegönnt. In Stuttgart in der Schleierhalle. Doch, ich erzähl's, weil es war nicht so viel. Also, ich glaube, es war nicht so viel. Ich hatte tatsächlich 40. Geburtstag irgendwann, also ist gar nicht so lange her, zwischen zwei Shows eingefeiert und den 40. Geburtstag haben wir Schneeballschlacht, ich habe im Februar Geburtstag Schneeballschlacht draußen gemacht im Schnee und da gab es dann halt echt viel zu trinken und am nächsten Tag hatten wir die Show und da habe ich einen Schädel auf jeden Fall gehabt, einen dicken Schädel und ich glaube, da war auch noch ein ganz bisschen Restalkohol im Blut. Skandal! Er hat an seinem Geburtstag getrunken. Der 40. Geburtstag, aber ich finde, wenn man schon auf Tour ist und Geburtstag hat, dann darf man auch mal, ich meine... Also aber es hat sich keiner beschwert. Er hat es nicht mal gemerkt. Ich wusste es nicht tatsächlich. Mit wem, warum war ich eigentlich nicht bei dieser Feier dabei? Ich bin früh ins Bett gegangen, weil du gesagt hast, du feierst nicht. Genau, das war so angedacht von mir. Danach ging die Feier los. Du warst im Bett und dann haben wir alle gefeiert. Habt ihr schon mal jemanden verzaubert, den ihr noch nicht mochtet? Mein Bruder. Wir aktiv nicht mochten. Naja. Wir lieben unser Publikum. Nee. Doch. Wen? Auf jeden Fall. Wen hast du ich hab 2001 habe ich eine Weltreise gemacht. Ja. Und ich hatte in Australien war Down Under, da war das, der war Strusen besoffen war der. Und du hast Straßenzauberer. Ja, und ich wurde den nicht mehr los. Und dann habe ich dem so einen Trick gezeigt, wie man aus 5 Dollar dann 10 Dollar macht. Und da habe ich ihm gesagt, du musst das hier so und so machen, musst du aber draußen üben. Und dann war ich den los. Habt ihr schon mal nackt gezaubert? No! Ich kann mich nicht erinnern, dass ich nackt gezaubert habe. Also, wenn ich meine Frau fragen würde... Hast du schon mal den Zauberstab von deinem Bruder verwendet? Kann ich dieses Interview abbrechen, bitte? Haben die das jetzt ernst gemeint? Also meinten die... Nein. Weiter! Doch mal bei einem Trinkspiel gelogen. Oh. Schulzeit. Also ich mit Sicherheit. Also, mit 16, 17 Jahren. Aber also immer den hier. Also ich mit Sicherheit. Mann, bei den Trinkspielen, wenn ich jetzt ja sage und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, muss ich dann trinken? Ja, wir trinken jetzt hier ein. Ich werde das auch nicht verraten, was ich bei Trinkspielen irgendwann mal gelogen habe. Aber ich habe mit Sicherheit auch mal gelogen. Verrate ich auch nicht. Prost, Bruder. Ich habe Angst. Ich glaube, das geht noch auf Ex. Ah! Das ist... Habt ihr hier was zu Pfeffer, essen? Pfeffer, Essig, Chili. Ja. Schmecken die alle gleich? Mal krank gemeldet, weil du keinen Bock auf Arbeit hattest? No. Nee. Weil wir haben ja, wir haben ja unser Hobby zum Beruf gemacht. Also eigentlich immer länger gemacht, damit ich mal ohne ihn arbeiten kann. Es sei denn, die Schulzeit zählt als Arbeit, nein, da war natürlich die ein oder andere Krankheit, aber das tut nichts zur Sache. So. Schon mal wegen eures Verhaltens aus einer Diskothek rausgeflogen? In jüngerer Vergangenheit nicht. Ich bin mal nicht reingekommen wegen meinem Verhalten. Also quasi ja, ich bin nicht reingekommen.
wegen meinem Verhalten. Einmal. Ich hatte mal Stress in so einem Billardclub, aber... Billardclub? Wo war das denn? Ja, wir haben damals nach der Schule immer Billard gespielt. Und das war damals... Da gab's, so, ja, musste Geschichte erzählen. Was für ein Stress war das? Ja, ich hab mit den Köster... Nein, ich... Erzähl ich das jetzt? Wenn nicht, hätte ich ein Getränk für dich. Ich nehme das Getränk. Will keiner wissen, was ich mit den Kös damals gemacht habe. Schlägerei? Erzähl doch mal. Nein, ich will's wissen. Nicht trinken. Du musst nur erzählen, warum du in die Disse nicht reingekommen bist. Ja, wir waren ein bisschen lautstark und in der Clique und... Oh. Und... ich vermute, sie war auch schon sehr voll und nichts Besonderes. Wir sind aussortiert worden. Einmal. Ist mir einmal vor. Können wir das jetzt... Sind wir fertig? Noch zwei Fragen. Hau raus. Schon mal eine hochsensible Nachricht an die falsche Person geschickt. Du, ich weiß doch genau, was dir passiert ist. Ich hab mal... Im Flieger. Im Flugzeug wollte ich mir von meinem Handy auf mein Tablet ein sehr, sehr wichtiges Illusionsdokument schicken. 15 Seiten lang. Da war unser ganzes TV-Special runtergeschrieben, was wir wie, wo machen, welche geilen Illusionen und vor allem auch, wie sie funktionieren. Mit Zeichnung und so weiter. So, AirDrop. Ich klicke auf meinen Namen, wie das iPad heißt. Und in dem Moment, jeder, der AirDrop hat, weiß das. Die ploppen so auf in diesem Fenster, schiebt sich meins nach rechts und ich klicke ein anderes an und es wird gesendet. Ich weiß bis heute nicht, bei wem es gelandet ist. Ich hab mal eine Nachricht an meine Frau geschrieben. Ex-Freundin oder? Nein, war zum Hochzeitstag. Ich wollte nur nicht hier schreiben, sondern tatsächlich. Nein. Deiner Ex-Freundin. Nein! Mann! Komm, gib's zu! Jetzt verbreite keine Gerüchte! Trinken, wenn du nicht die Wahl sagst. So, und zwar an eine gute Freundin, die Blumen besorgen sollte für den, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Oder du hast an Mama geschickt, was du an deine Frau schicken wolltest? Nein! Sag doch mal! Nein, ich habe zum Hochzeitstag direkt meiner Frau geschrieben, bitte besorg doch ein paar Blumen. Also, für, ach so, okay, als Überraschung. Ja, war nicht sensibel, also war einfach doof. Für mich, hast du gesagt, bitte organisier Blumen für mich, weil ich möchte heute überrascht werden mit Blumen. Letzte Frage, schon mal im Aufzug gepupst? Ich antworte mal für ihn. So, wo war's denn? Oder trinkst du lieber? Ich bin gerade irritiert. Ich mache sowas nicht. Aber bei manchen Illusionen machst du was, du merkst es nur nicht mehr. Bei manchen Illusionen hocken wir sehr nah und dicht aufeinander bei einer Show. Wenn wir irgendwo erscheinen oder so, müssen wir vorher eventuell ganz klein irgendwo sein. Und was dann manchmal passiert, das verrate ich nicht. Ja. Bruder. Ich esse halt auch. Ich muss auch manchmal essen.